Märchenhaftes Wissen. Der Autor Hans Christian Andersen schrieb das Märchen von dem Mädchen mit den Schwefelhölzern basierend auf einer Skizze des dänischen Künstlers Johan Thomas Lundby. In dem Märchen versucht ein armes Mädchen am Silvesterabend vergeblich ein paar Streichhölzer zu verkaufen. Schließlich erfriert das Kind in einer dunklen Gasse. Seine Märchen sind oft tragisch. Die Kritiker seiner Zeit schenkten ihm anfangs nicht viel Bedeutung. In seinen Märchen findet man oft Parallelen zum schwierigen Leben des Autors. Er wuchs selbst in Armut auf und war auch später von Depressionen geplagt. Ein möglicher Grund, warum seine Geschichten so vielschichtig sind. Mit der Zeit gewann seine Arbeit an Bedeutung. Heute ist er einer der wichtigsten dänischen Schriftsteller.